Vor einiger Zeit habe ich mich mal über Tuning-Tools wie den C-Cleaner aufgeregt und beschrieben, dass die eigentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen. Was macht ihr aber jetzt, wenn ihr wirklich eine volle Festplatte habt? Hier habe ich mal ein paar Tipps und Tricks gesammelt. Was ich immer als erstes empfehlen würde, ich habe jetzt 30 GB voll bei meiner Festplatte, ich würde immer empfehlen, geht mal in eure Programmliste. Da ist dann neben dem Programm der Speicherplatz aufgeführt, der benötigt wird. Wenn ihr da jetzt ein Programm findet, das ihr gar nicht braucht, könnt ihr einfach draufklicken und deinstallieren. Das wäre so der erste Schritt. Also einfach mal diese Liste durchforsten. Der zweite Tipp ist, Windows und R gleichzeitig zu drücken und den Clean Manager auszuführen mit dem Kürzel hier. Das schreibe ich euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung. Mit Enter bestätige ich das und dann öffnet er sich. Jetzt aber nicht hier gleich anfangen, sondern hier gibt es nochmal den Punkt Clean Up System Files. Dann scannt er nochmal, das dauert ein bisschen. So, jetzt ist er mit dem Scannen fertig. Wichtig ist hier auf More Options zu gehen und hier könnt ihr dann zum Beispiel die Wiederherstellungspunkte auch löschen. Solltet ihr wissen, was ihr tut. Ich bin eh kein Freund von diesen Systemwiederherstellungspunkten, aber hier könnt ihr einfach auf Clean Up drücken und dann wird, glaube ich, der letzte oder so einfach übrig gelassen. Also einer bleibt dann da und die anderen werden gelöscht. Zurück auf Disk Cleanup. Hier kann man im Grunde auch mal alles anhaken. Das sind eigentlich Dateien, die man nicht mehr so richtig braucht. Also zum Beispiel auch das Windows Update Cleanup kann man durchführen. Das ist ein sauberer Weg, die übrig gebliebenen Update-Dateien wieder loszuwerden. Also ich klicke da in der Regel eigentlich alles an. Wo man nur aufpassen muss, ist der Downloads-Ordner. Na, den habt ihr, da habt ihr vielleicht noch Sachen drin, die euch wichtig sind. Man kann auch hier den Papierkorb gleich mitlöschen lassen, also ein bisschen drauf achten, was ihr da tut. Und die beliebten temporären Files, die bringen euch zwar nur temporär auch was beim Löschen, die bauen sich wieder auf, aber ansonsten kann man hier das schon mal nutzen und wie man sieht, werden jetzt hier schon mal 3 GB frei. Ich klicke jetzt einfach auf OK und dann geht's los. Aber es waren jetzt ja nur 3 GB und vielleicht gibt es ja irgendwo noch auf der Festplatte Dateien, die viel Speicher fressen. Wie finde ich die jetzt? Ja, blöd ist, mit Bordmitteln wird das schwierig. Das mag mit irgendwelchen PowerShell oder ja, Command-Line-Optionen funktionieren bei Windows, dass ich die ganzen Ordner durchsuche. Ich kriege nämlich hier keine Ordnergröße angezeigt. Deshalb komme ich da nicht drum rum, ein zusätzliches Programm zu benutzen. Aber ich habe ja den C-Cleaner kritisiert aus ein paar Gründen. Jetzt will ich natürlich ein Programm benutzen, das mir möglichst wenig ins System eingreift. Und eins, was ich persönlich gut finde, ist TreeSize Free Portable. Es hat einmal den Vorteil, ich muss gar nichts installieren und ja, ist portable einfach, ne? Also kann den Ordner wieder weglöschen und dann ist das auch Ganze wieder weg. So, ich habe es hier mal entpackt. Link in der Videobeschreibung. Ich mache mal TreeSize Free auf. Und hier steht jetzt Start TreeSize Free as Administrator. Auch das sollte man tun. Da kann er nämlich auch die ganzen Verzeichnisse durchscannen. Natürlich hätte ich das jetzt auch mit Rechtsklick direkt als Administrator ausführen können. So, was ihr jetzt macht, ist hier oben bei Select Directory. Nehmt ihr einfach eure Festplatte, die voll ist, und lasst den einfach mal komplett über die Festplatte drüber nudeln. Was man jetzt hier sieht, sind einfach die größten Ordner. Das finde ich ganz praktisch, denn da kann man sich dann mal entlang navigieren. Bei Windows würde ich euch wirklich raten, die Finger von zu lassen. Das können jetzt hier zum Beispiel diese Backup, diese Update-Dateien sein, die er hier gerade aufräumt. Das kann jetzt gleich ein bisschen weniger werden, aber im Windows-Ordner bitte die Finger davon lassen. Anders sieht es beim Users-Ordner aus. Da ist in der Regel euer lokaler Nutzerordner drin. Da können wir jetzt mal reinschauen. Das ist mein Benutzer hier, da schauen wir auch gleich rein. Und hier 9,3 GB liegen also unter Musik. Da habe ich also jetzt quasi durch diese Sortierung nach größten Ordnern schon mal gefunden, wo die großen Dateien liegen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen gefaked zugegeben. Ich habe mir da einfach ein paar dicke Dateien reingelegt, dass man dann hier am Ende auch was sieht. Mit einem Rechtsklick kann ich einfach hier auf Open gehen. Dann macht er mir den ganzen Ordner auf und ich kann jetzt hier anfangen zu löschen, was ich nicht mehr brauche. Ich würde die jetzt also mal weglöschen, diese Quatschdateien hier. Und jetzt kann ich hier einfach auf Refresh gehen und dann sollte der Musikordner nicht mehr das Problem sein. Ja, so kann ich mich dann einfach vorarbeiten. Ne? Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, was man löscht. Zum Beispiel hier Page-Files und Swap-Files solltet ihr auf die Finger von lassen. Ihr solltet generell nur Dateien löschen, die ihr da hingelegt habt und wo ihr auch wisst, was ihr da weglöscht. Wenn irgendwas kryptisch heißt und einfach nur groß ist, solltet ihr die Finger davon lassen. Das können immer Systemdateien sein. Oft hilft es auch einfach mal, den Dateinamen zu googeln, um rauszufinden, was da Platz frisst. Also nochmal zusammengefasst, als erstes die ganzen Programme durchforsten und deinstallieren, was man nicht mehr braucht. Dann den Windows-eigenen Clean-Manager benutzen, nennen
sich hier Disk Cleanup. Der räumt auch schon mal so Windows-Update-Sachen auf und den temporären Ordner. Und als letztes dann auch wirklich nach den großen Dateien oder nach den großen Speicherplatzfressern mit Programmen wie TreeSize3 einfach mal suchen. Bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch noch einen Tipp hat, wie man Speicherplatz in Windows frei bekommt. Dafür habt ihr ja jetzt die Kommentarfunktion. Im Abspann für euch habe ich noch ein paar andere Videos, wo es um ein paar nützliche Windows 10 Tuning-Tipps geht.